Willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Wir sind immer noch im Wendelberg. Und ich weiß gar nicht, waren wir in diesem Haus? Glaube nicht. Kann man hier schlafen? Kann man hier irgendwas machen? Was ist das für ein Haus? Okay. Also hier ist ein leeres Haus. Das ist gut. Und jetzt regnet es auch noch. Na super. Hat sich ja richtig gelohnt, in das Haus zu gehen. Kann sich aber hier mehr oder weniger heilen. Ein Tafelwasser. Ich wollte eigentlich was Besseres. Aber es ist anscheinend so ein Automat, wo man immer nur eine Flasche kaufen kann. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Sehr realistisch, aber auch sehr ungünstig für ein Spiel. So, der Wendelberg ist riesig, ne? Ich weiß aber, im Winter ist das hier alles zugeschneit. Was haben wir denn hier unten für einen Durchgang? Der sieht irgendwie geheimnisvoll aus. Hallo. Suche dort, wo nichts zu sein scheint und du wirst Unerwartetes finden. Okay. Dann finden wir ein unerwartetes Pokémon namens... Sedimantur. Das ist ein bisschen ungünstig, denn ich habe ja Piggy nach vorne getan. Und Piggy braucht das Training. Aber vielleicht woanders. Oh, hier ist der Eisstein. Ja, ist das der Eisstein, um Evoli zu entwickeln zu Glaziola? Gibt es denn einen Aal? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. So eine Strepoli kann ich einfach besiegen. Und so viel Training braucht Piggy gar nicht, weil Piggy ist jetzt auch schon auf Level 35. Wir haben leider im letzten Part unser Evo-Serb verloren, unser Starter. Da haben wir jetzt Lumiere im Team, was auch ein Level erreicht und Memento Mori lernen möchte. Das ist natürlich eine super Attacke in einer Nuzlocke-Challenge. Also, Memento Mori, nein, danke. Wenn hier jetzt ewiges Eis liegt, dann ist das hier sicherlich... Okay, hier liegt Lichtkanone. Achso, ist das hier vielleicht trotzdem der Eisstein? Ich weiß es halt nicht. Ich meine auch nur, dass sich Evoli damit zu Glaziola entwickeln kann, sonst niemand. Also es gibt ja hier noch nicht diesen Entwicklungsstein-Eisstein, so wie Feuerstein, sondern nur diesen Umgebungsstein. Genauso wie diesen Moosstein in Wäldern. Aber ich weiß nicht, ob es die in Einall schon gab. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ah, Piggy ist jetzt wieder richtig stark, wo es sich entwickelt hat. Das ist so gut. Aber gegen Sedimantur machen wir trotzdem nichts. Ich würde auch sagen, ich nehme jetzt wieder gleich einen Top-Schutz. Weil wir sind, was die wilden Pokémon angeht, überlevelt, aber... Ja. Was Trainer angeht, sind wir halt so gerade auf dem Niveau, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein bisschen holprig. Zumindest was starke Trainer angeht, haben wir echt Probleme. Ich meine, ist okay, ich kann ja Pokémon verlieren, so wie Evoserb, Nief. Aber, ja, mal gucken. Auch so wenig Erfahrung. Ah, ja, Lumia braucht die Erfahrung. Du berührst einen mit einer Eisschicht überzogenen Felsen, erstarrst du selbst zu. Ah, okay, das ist auf jeden Fall der Fels, um Evoli zu entwickeln. Oh, was haben wir denn da? Wir werden es nicht erfahren. Das war wahrscheinlich ein Stahlobor oder so. Nein, nein, wir sehen dafür nur Sedimanturm. Okay, aber das scheint auch so eine Sackgasse zu sein, weil es einfach so ein spezieller Ort ist. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie geheime Items gibt oder so. Ist mir jetzt aber auch erstmal egal. Wir versuchen weiterzugehen. Ich habe leider keine Ahnung, wie dieser Wendelberg genau aufgebaut ist. Es gibt ja so manche Höhlen im Pokémon, die kenne ich in- und auswendig. Den Mondberg, die Höhle in Faustauhafen, in Höhen, die kenne ich auch ziemlich gut. Aber hier habe ich halt keinen Plan. Was ist hier? Ich glaube, das ist der einzige Weg, der auch weiterführt. Er sieht gut aus. Aber erstmal schaue ich noch hier vorbei. Was ist das hier? Das sind... Oh, okay. Das sind auch Items teilweise. Wie in Brücken. Da, wie auf Brücken. Da findet man ja auch Federn. Okay. Gut, dann... Reden wir mal mit Scheren. Stark. Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch auch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken. Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man das auch dreht und wendet, das ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke halt nämlich gar nichts zu tun. Oh, hier bist du also.
Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf den Turm. Also, Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern. In der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände der Welt unternehmen kann. Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. Okay, kein Kampf? Na gut. Diese Mistkerle, keine Ahnung, was für Dinge die da gefunden haben. Aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe stiften zu können. Was für eine nervige Truppe. Dedo, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Ich weiß es nicht, Jaren. Oh, Eberhard. Dedo, wie geht es deinem Fasersnob? Ach, dein Fasersnob mag dich ja wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest noch viel Zeit mit deinen Pokémon verbringen. Ach übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Nein. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem redseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es nämlich, sie sei das älteste Bauwerk der Einalregion. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevajo City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Ah, echt? Okay. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, der Sache noch einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. Okay. Nevajo City. Die Stadt ist ein Stern am frostigen Firmament. Ja, und hier ändert sich, glaube ich, auch ganz viel im Winter. Ich kann mal surfen. Lol. Grüne. Große Pfütze dann. Gibt es ja auch wilde Pokémon im Wasser, aber dann kann ich ja was in Nevajo City fangen. Tatsache. Ah, okay. Naja. Dann fange ich jetzt einen Flunschlick. Oh, das guckt so böse. Das guckt so ekelhaft irgendwie. Das macht gar keinen Schaden. Na, Ausdauer ist mir egal. Ich werde dich sowieso nicht umbringen mit meinen schwachen Attacken. Was ist das so defensiv? Oh, es hat Statik. Flammenbombe hat keine Wirkung. Es ist ein Boden-Elektro-Pokémon, aber ich habe jetzt einfach gehofft, dass es mich nicht one-hitten kann. Und schwer zu fangen scheint es auch zu sein. Aber nicht allzu schwer. Okay, Flunschlick wurde gefangen. Das Fallen-Pokémon. Dank seiner dicken Haut hält es selbst das Gewicht eines Sumo-Ringers aus. Wenn es Stromschläge verteilt, grinst es. Ja, was grinst so widerlich? Auch ein sehr seltsames Pokémon. Naja. Okay, schauen wir uns mal in Nevajo City um. Oh, hier gibt's Windmühlen. Schön. Das auch was, aber da kommt man, glaube ich, nur im Winter hin. Das Wasser. Es gibt auch so wilde Pokémon. Gut, das habe ich aber. Oder hatte ich, hat sich ja entwickelt. Da oben ist eine Schirmdame. Wenn man durch das Moor geht, kann es vorkommen, dass ein aufgeschreckte wilde Pokémon angreifen. Ja, das habe ich schon merken dürfen. Das legendäre Pokémon eilte dem Helden auf der Suche nach dem Wunsch zu Hilfe und schuf dieses Land. Hernach legte es seine irdische Hülle ab und harrte in Gestalt des Dunkelsteines der Geburt eines neuen Helden. So will es zumindest die Legende, die ich als kleiner Knirps gehört habe. Okay. Ich spiele hier Pokémon Schwarze Edition, das heißt, wir haben es hier mit Reshiram zu tun und nicht mit Zekrom, das ist ja vertauscht. Aber ich meine, das andere wäre dann immer so der Gegenspieler oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das hier war.
Nun sind wir erstmal wieder aufgefrischt. Das ist ganz cool, dann kriege ich die Paralyse auch wieder los. Und Nevaeho City ist relativ... Weiß nicht, ist das groß? In dem Haus ist gar nichts. Ich dachte, da könnte ich rein. Sonne und Mond tanzen sich umschlingen. Heute Abend kann alles gelingen. Rundherum alle auseinander. Rundherum tummelt euch zusammen. Links herum, rechts herum, rundherum und wieder von vorn. Tanz, 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 tanz. Schwingt das Tanzbein, ihr Drachen. Legendäre Pokémon Zekrom vermachte dem Helden einst die Gabe der Weisheit und vernichtete dessen Feinde mit Blitz und Donnergrollen. Getrieben von einem Gefühl der Ehrfurcht und Anerkennung für das Pokémon und den Helden vereinten die Menschen ihre Kräfte und schufen so Hand in Hand ein neues Land. Und so war die hiesige Alal-Region, Einal-Region geboren, zumindest wenn man der Legende Glauben schenken. Bin mir da nicht so sicher. Die Drachenstiege ist ein Ort, wo sich Wunsch und Wirklichkeit vermischen. Schon seit Anbeginn der Zeit, so heißt es, rage sie hier in den Himmel empor und lass uns all ihren Schutz angedeihen. Aber womöglich handelt es sich dabei um nichts weiter als ein Ammenmärchen. Übrigens, Sandro hat früher mal in einem Film mitgespielt. Ja, das wird aber noch in Schwarz und Weiß und 2 interessant. Da gibt es nämlich ein Filmstudio. Wer Tag ein, Tag aus ein ereignungsloses und eintöniges Dasein fristet, vergisst wohl darüber eines Tages den Wunsch, aus dem Alltagstrott herauszubrechen. Sind wir alles sehr nützliche Gespräche. Not. Das ist die Arena und hier ist ein Häuschen. Der Pokémon-Fanclub. Wir lieben alle Pokémon. Außer Unratütox. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Möchtest du die Freundschaft zu einem deiner Pokémon einem Test unterziehen? Ja. Oh, dein Fassersnob. Das hat dich ja wirklich sehr lieb. Da werde ich ganz grün vor Neid. Hallo, gestatte, dass ich mich dir kurz in aller Bescheidenheit vorstelle. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs und gleichzeitig der größte Pokémon-Fan unter der Sonne. Du bist auch ein Trainer. Möchtest du mir nicht zeigen, wie viel Zulang du investierst, um Pokémon aufzuziehen und zu trainieren? Okay. Ja, leider ist mein Evosap ja tot, aber Piggy ist schon sehr lange im Team. Oh, du hast dieses Fassersnob mit Level 16 getroffen und jetzt ist es Level 35. Man sieht es deinem Pokémon nicht gleich an, aber du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Oh. Wir haben es gar nicht so früh bekommen. Interessant, wusste ich gar nicht mehr. Haben wir aber, glaube ich, sehr früh bekommen. Level 10. Dafür kriege ich noch einen EP-Teiler. Oh, dann habe ich jetzt 2. Super, vielen Dank. Oh, haben wir hier so einen Ausguck? Unerschütterlich trotz dieser Turm seit Menschengedenken Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allen etwas vermitteln zu wollen. Oh, ist hier los. Frag mal. Hallo und hereinspaziert, nur keine falsche Scheu. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Ich darf euch jetzt also um den heutigen Kandidaten vorstellen. Du da. Quasimir, willkommen, willkommen. Beginnen wir gleich mit unserem Quiz. Je mehr richtige Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, auf die Fragen, fertig, los. Blablabara. Viel Glück. Hier kommt auch schon die Frage. Gesucht ist das Grasaffe-Pokémon mit dem Blattwerk auf dem Kopf. Also, das ist doch mal eine rechtlich schwere Frage, weißt du's? Ein Tipp, ein Tipp. Na sowas, das Publikum verlangt nach einem Tipp. Klar, warum nicht? Hier kommt also ein kleiner Tipp. Rot, grün, blau, schau genau. Ja, das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Und Kandidat, weißt du es jetzt? Du suchst das Gras auf dem Pokémon mit dem Blattwerk auf dem Kopf. Ich würde mal sagen, das ist Vegimark. Oder das ist vielleicht sogar Vegeta. Das ist Vegimark. Bravo, das ist richtig. Spitze, toll, klasse. Hurra, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist dein Preis. Ein geniales Gegengift. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Also bis morgen wieder. Das kann ich jeden Tag machen. Welch Freude. So, ist hier oben dieser Turm? Drachenstiege. Da sieht's aus. Aber hier können wir erstmal nochmal ein Pokémon fangen.
Aber dieses hier haben wir schon. Was haben wir denn noch hier für Möglichkeiten? Gibt es ja Eis-Pokémon, ist die Frage. Gibt es überhaupt Pokémon? Gibt es überhaupt Pokémon außer Sesukids? Na toll. Gibt ja noch Navitaub. Das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Dann würde ich sagen, lassen wir das mit der Drachenstiege erstmal, denn vielleicht ist das da drin auch noch die Drachenstiege. Was da so majestätisch in die Höhe ragt, das ist die Drachenstiege. Dieser Turm stand dort schon lange, bevor es die Einerregion gab. Und ganz oben war es das legendäre Drachenpokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Wenn ich jetzt da reingehe, ist das mal noch die Drachenstiege. Surfen wir hier mal. Ui, was ist das jetzt? Ein Barschiff. Ja, dann muss ich das jetzt fangen. Denn das habe ich noch nicht. Das macht mir auch ein bisschen Sorge, weil das ist jetzt echt brutal. Im Regen haut das gut rein. Und wer hat zwar Urabsorber als Fähigkeit? Ne, wir haben Giftgriff. Das geht noch. Wird jetzt kein Volltreffer. Und ein Netzball für dieses rote Barschuft. Was? Oh nein! Nein, 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 nein! Ich wusste, dass es im Regen sehr, sehr stark ist, aber ich dachte auch, ich kriege dieses Barschuft jetzt locker gefangen mit einem Nassball. Okay. Mal mit einem Netzball, nicht mit einem Nassball. Jetzt rede ich hier. Wieso ist das so schwer zu fangen, hä? Das Ding ist auch nochmal eine Verteidigung. Gut, 80 KP reichen. Ah, shit. Das lebt noch. Jetzt aber müssen wir es fangen, weil sonst ist es zu spät. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt wirklich, ich verkacke das. Rotgestreifte und blaugestreifte Exemplare kriegen sich sofort in die Haare. Ein äußerst aggressives Pokémon. Genau. Die gibt es in Rot und in Blau und mittlerweile auch in Weiß. Und nur die Weißen können sich entwickeln, was ein bisschen fies ist. Nein. Oh, hier lebt man schon nur Barschuft. Die Roten gibt es nur in Pokémon Schwarz und die Blauen nur in Pokémon Weiß. So war das, glaube ich. In die Drachenstiege kommt man nicht einfach so. Dann gehen wir einmal hier in die Arena. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Zwar sehe ich das richtig, dass wir diese Arena jetzt sofort machen könnten. Feuer kann Eis schmelzen, Kampf kann es zerschmettern und Stahl und Gestein zermahlen es zu Staub. Hier, anscheinend ist das die erste Arena, die wir einfach so machen können, was ja ein bisschen seltsam ist, weil das war sonst nie so. Haben wir denn noch irgendwas in Navajo City zu tun? Das ist schon die nächste Route. Ach, das Wasser hier hat immer Pokémon. Oh.
Ein Schnuthelm. Oh je. Mach mir schnell das Schnuthelm weg. Und dann würde ich sagen, werde ich einmal den Winter heraufbeschwören. Dann schauen wir uns Nevaeho City und den Mendelberg einmal im Winter an. Also, macht kurz die Augen zu und dann liegt der Schnee. Alle Jahreszeiten, die gerade übersprungen wurden. Gut, jetzt sind wir in Nevaeho City bei der tiefsten Minustemperatur. Oh, jetzt ist sogar hier alles eingefroren. Haha, oh je. Ui. Ja, und jetzt ist hier einfach Schnee. Und dieser Schnee bewirkt es, dass wir auch an andere Orte gelangen können. So war das doch, oder? Und jedenfalls sieht es anders aus. Aber... Doch, genau. Jetzt können wir einfach hier hochlaufen. Das ging vorher nicht. Jetzt kommen wir in dieses Haus hier rein. Früher hatte mein Papa im Ausland einen ganz tollen Job. Sein Papa? Hello, I'm a Mitglied of Team Rocket. A long time ago, Team Rocket verschwand without Spur. Ich dachte bei myself, oh no, what soll ich denn now machen? Also bin ich gegangen back in my country to make my eigen Team Rocket. But ich treffe love von my life and now bin ich married. My happy family life ist die coolste Ding von die ganze Welt. Alles klar. Ja, war bei Team Rocket, interessant. Die ehemaligen Arbeitskollegen meines Herzblattes haben uns so viele Geschenke mitgebracht. Ich wäre ein Unmensch, wenn ich die nicht mit dir teilen würde. Wutkekse? Aber gab es die? Ah, aus Johto, ne? Ja, okay. Interessant. Ja, sonst ist hier aber anscheinend nicht so viel. Ist hier noch was? Ne. Okay. Ich meine, das war jetzt ganz lustig. Geht der einfach Denglisch. Ah ja, jetzt kann man auch hier rüber gehen. Wenn die Kinder nicht wären. Immer dasselbe mit den Kindern. Nervige Geschöpfe. Nein. Ein Sonderbonbon gibt's hier noch, okay. Oh, und ist jetzt vielleicht sogar der Weg zur Drachenstiege hier kann man auch hoch, aber das bringt nichts. Aber hier kann man hoch. Ah ja, stimmt. Hier haben wir auch noch ein Item. Ein Nugget. Und gibt es hier oben andere Pokémon als unten? Weil dann ärgere ich mich jetzt. Ja. So in etwa. Aber beides hatten wir schon als Vorstufe. Es war nur gerade ein bisschen gruselig. So, ist der Weg jetzt hier vereist? Oder wie ist das? Ne, der ist nicht vereist. Gut, dann geht es noch einmal kurz zum Wendelberg. Jiren steht hier immer noch rum, alles klar. Oh, jetzt ist hier zu. Weil im Winter wohl nicht daher darf. Im Winter kommt man, glaube ich, nur den anderen Weg entlang. Oh, jetzt kommt ein Petsneef, Mann. Ich hätte das so gern gehabt. Na, vielleicht kriegen wir ja noch eins. Aber ich glaube eher nicht. Gibt es sonst noch irgendwas anderes hier? Frigometri oder so? Oh, bitte nicht Frigometri. Echt, ja, relativ stark. Ich sehe schon, Piggy nach vorne zu stellen war einfach keine gute Idee. Entweder Stein-Pokémon oder Eis-Pokémon. So, jetzt sind wir aber erstmal geschützt. So, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann war ich ja an so einem Vorsprung. Der müsste jetzt mit Schnee gefüllt sein, genau. Und der eine Weg ist nicht mehr da. Also das ist halt wirklich ein anderes Erlebnis, je nach Jahreszeit. Was ja schon irgendwie cool ist. Aber hier war ich schon, oder? Doch, doch, hieran erinnere ich mich. Ich weiß halt nicht genau, ob wir jetzt auch andere Orte im Wendelberg erreichen können. Hier war der Arzt.
ist halt. Oh, hier kann man, glaube ich, vorher nicht hin. Ah, Schutz wirkt nicht mehr im Moment. Ich will schon ganz gern geschützt sein. Dank. Das ist ja ein legendäres Pokémon. Ja, aber hier waren wir nicht gut. Ursprünglich haben alle Pokémon ein Leben in freier Wildbahn geführt. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn man sie hier draußen in der Natur trainiert. Jetzt fängt er an mit so einem, ja, Plasma-Talk. Der erste Trainer verrät mit seinen drei Pokémon. Das erste ist Rockkaiman. Wahrscheinlich mit Bedroher, aber das ist gar nicht so schlimm. Aber Level 35 ist heftig. Okay, kein Bedroher. Itemsperre. Mhm. Weiß nicht, ob das auch meine Scope-Linse so wirkt. Oder ob das nur auf Items wirklich ich jetzt einsetze. Das ist mir bis heute nicht ganz klar. Klick, klack. Level 35. Das ist zwar nur ein Stahl-Pokémon, das hat aber oft auch Elektroattacken. Autotomie. Erhöht, glaube ich, Geschwindigkeit um 2 und Angriff um 1 Stufe. Ne, wird leichter. Ach so, okay. Blickdiskurs ist nicht sehr effektiv. Sollten wir gut aushalten. Ja. Ich aber zweimal. Oder trifft sogar mehrmals? Weiß man ja jetzt nicht. Kann sein, dass es zweimal trifft oder dass es mehrmals trifft. Und es hat nur zweimal getroffen. Trifft aber auch nicht so gut anscheinend. Level 34 für Lumiere. Und Membrana. Ich meine, das wird kein H2O-Absorber haben, oder? Ja. Oh, Regentanz, danke. Das macht es mir etwas einfacher. Und damit ist Fred besiegt. Auch wenn er hätte gefährlich werden können, aber in Ordnung. Ein Item. Hm, Delegator. Ja, okay. Ich kann den Nutzen sehen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht einsetzen werde. So, da unten war nur der Rückweg. Ja, okay. Hier ist auch kein weiterer Weg. Was ist hier? Das ist auch ein Rückweg. Also hat mich das jetzt nicht so wirklich an andere Orte geführt. Sehe ich das richtig? Ah, okay. Wir schauen uns trotzdem mal weiter um. Und vielleicht gibt es hier noch irgendetwas. Ich wäre sehr froh, wenn man Topschutz einfach automatisch verlängern könnte, wie das ja auch in späteren Spielen der Fall ist. Geht's gar nicht hin. Läuft. Auch so ein... Ne, genau. Da wären wir jetzt gerade hingekommen, wenn wir den Abgrund runtergesprungen wären. Hier kamen wir, glaube ich, gerade raus. Ja. Man hier sonst rein? Weiß ich nicht. Nö. Metallmantel. Okay, man wird hier auf jeden Fall sehr gut für Metall-Pokémon vorbereitet. Lichtkanone, Metallmantel. Und hier unten war ja nur diese Eishöhle. Es ist die Frage, ob sich was geändert hat, weil jetzt Winter ist. Ich glaube aber nicht. Nö, sieht aus wie vorher. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle. Das nächste Mal geht es in die Arena von Nevario City. Ich bin gespannt drauf. Bis dahin, wie immer, nur das Beste. Macht's gut, Leute.